Das Training zu Hause ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden, denn viele Menschen bevorzugen die Bequemlichkeit und die Privatsphäre, in ihren eigenen vier Wänden zu trainieren. Es kann jedoch eine Herausforderung sein, Übungen zu finden, die sowohl effektiv als auch für zu Hause geeignet sind. In diesem Video sehen wir uns drei super effektive Übungen an, die mit minimaler Ausrüstung ausgeführt werden können und damit perfekt für ein hartes Workout zu Hause sind. Nummer 1. Liegestütze. Liegestütze sind eine klassische Übung, die die Brust, den Trizeps und die Schultern trainiert. Sie sind auch gut geeignet, um die Rumpfkraft zu trainieren. Um einen Liegestütz zu machen, nimmst du zunächst eine Plank-Position ein und stellst deine Hände etwas weiter als schulterbreit auseinander. Halte deinen Körper in einer geraden Linie vom Kopf bis zu den Fersen und senke dich ab, indem du die Ellbogen beugst. Drücke dich wieder in die Ausgangsposition zurück, indem du deine Arme streckst. Um diese Übung noch anspruchsvoller zu machen, kannst du deine Füße auf einer Stufe oder Bank hochlegen. Nummer 2. Lunges. Lunges sind eine großartige Übung für die Beine, insbesondere für die Quads und die Gesäßmuskulatur. Sie trainieren auch die Körpermitte und helfen, das Gleichgewicht zu verbessern. Um einen Lunge, also einen Ausfallschritt zu machen, stellst du dich mit den Füßen hüftbreit auseinander und machst mit einem Fuß einen Schritt nach vorne. Senke deinen Körper, indem du beide Knie beugst und das vordere Knie über dem Knöchel hältst. Drücke dich wieder in die Ausgangsposition, indem du deine Beine streckst. Wechsle bei jeder Wiederholung die Beine oder mache einen Ausfallschritt, indem du erst mit dem einen und dann mit dem anderen Fuß einen Schritt nach vorne machst. Um diese Übung noch anspruchsvoller zu machen, kannst du auch Gewichte in den Händen halten. Nummer 3. Planks. Planks sind eine effektive Übung, um die Körpermitte, die Schultern, die Brust und den Rücken zu trainieren. Um ein Plank auszuführen, nimmst du zunächst eine Liegestützposition ein, bei der deine Unterarme auf dem Boden liegen. Halte deinen Körper in einer geraden Linie vom Kopf bis zu den Fersen und halte die Position so lange wie möglich. Um diese Übung noch anspruchsvoller zu machen, kannst du versuchen, jeweils ein Bein oder einen Arm vom Boden abzuheben. Oder du machst einen seitlichen Plank, indem du einen Unterarm auf den Boden legst und auf der Seite deines Fußes balancierst. Du kannst diese Übungen einzeln machen oder sie zu einem Super-Workout kombinieren. Um ein anspruchsvolleres Training zu absolvieren, kannst du die Anzahl der Wiederholungen erhöhen oder die Ruhezeit zwischen den Sätzen verkürzen. Denke daran, dich immer richtig aufzuwärmen und die richtige Form zu verwenden, um Verletzungen zu vermeiden. Beginne mit deinem eigenen Niveau und steigere dich allmählich. Es ist wichtig, auf deinen Körper zu hören und es nicht zu übertreiben. Insgesamt sind diese Übungen einfach, aber effektiv und können mit minimaler Ausrüstung durchgeführt werden. Liegestütze, Ausfallschritte und Planks sind allesamt zusammengesetzte Übungen. Das heißt, die beanspruchen mehrere Muskelgruppen auf einmal, was sie zu einer effizienten Wahl für ein Heimtraining macht. Mit ein bisschen Engagement und Anstrengung kannst du mit diesen Übungen bequem von zu Hause aus einen starken und straffen Körper aufbauen. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Wir hoffen, unser heutiger Beitrag hat euch gefallen und konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Wenn dem so ist, dann vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und unseren Kanal zu abonnieren. Aktiviert auch die Glocke, wenn ihr keines unserer neuen Videos mehr verpassen wollt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare und verratet uns, über welches Thema wir beim nächsten Mal sprechen sollen. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.